Ja, Anfang des Monats geht eine Vermisstenanzeige ein. Ein Polizist sagt, dass seine Lebensgefährtin, die schwanger ist, und sein Sohn vermisst werden. Jedoch gibt es heute in diesem Fall die Wendung, denn es ist jetzt nicht länger ein Vermisstenfall. Jetzt kommt raus, dass der Polizist seine schwangere Frau, das ungeborene Kind und seinen kleinen Sohn ermordet hat. Er hat die Tat heute in der Steiermark gestanden. Es gibt derzeit noch keine Angaben zum Motiv und auch keine Angaben zum Tathergang und was auch die Tatwaffe war. Man geht davon aus, dass der Polizist die drei vielleicht mit seiner Dienstwaffe erschossen hat. Derzeit ist er mit der Polizei am Weg in der Steiermark, die drei Leichen zu bergen. Man weiß auch nicht, ob es vielleicht noch mehrere Opfer gibt. Das wird sich in nächster Zeit noch klären. Aber derzeit eben keine Angaben zum Motiv. Man weiß nur, dass die Frau rotbraunes Haar hatte. Sie ist Kärntnerin und auch der kleine Sohn war rothaarig. Weiteres ist auch zu den Leichen noch nicht bekannt. Es gibt aber auch bereits erste Fotos, da natürlich auch die Vermissten über Facebook, über die sozialen Medien gesucht wurden. Und ja, die Polizei wird, sobald sie kann, Näheres herausgeben. Heute Nachmittag ist ein 23-jähriger Mann festgenommen worden in der Steiermark. Aktuell ist es so, dass die Beamten des Landeskriminalamtes mit ihm unterwegs sind zum Ort, wo eben die Leichen sich befinden. Er hat zugegeben, dass er seine 25-jährige Lebensgefährtin, und auch, die auch schwanger war, und auch das einjährige Kind getötet hat. Gibt es noch weitere Mordopfer? Nein, es sind aktuell nach dem momentanen Ermittlungsstand ist die 25-jährige schwangere Frau getötet worden und das einjährige Kind. Weiß man schon, wo die Leichen jetzt geborgen werden? Wie gesagt, aktuell ist das Landeskriminalamt mit den Beschuldigten gemeinsam unterwegs zum Ort, wo sich die Leichen befinden. Hier wird man sich dann in weiterer Folge die Todesursache anschauen müssen und dann wird eine Vernehmung mit den Beschuldigten stattfinden, um die Hintergründe zur Tat auch zu erfahren. Und gibt es ein Motiv? Aktuell noch nicht. Er hat sich nur dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, ja, ich habe meine Lebensgefährtin und meinen Sohn umgebracht und eben jetzt den Ort genannt hat, aber Näheres hat er noch nicht gesagt. Okay, weiß man noch, was die Tatwaffe war? Aktuell auch noch nicht. Die Todesursache ist noch völlig unklar. Ob es sich jetzt wirklich um ein Schussattentat handelt oder ob es ein Messer oder mit den Händen war, das ist momentan noch nicht geklärt. Okay. Und wann wurde die Vermisstenanzeige aufgegeben und er hat sie aufgegeben, wieso? Der Mann selbst hat am 3. bzw. am 4. Oktober eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er hat gesagt, seine Frau hat sich mit dem Kind aus der Wohnung entfernt, weil es zuvor offensichtlich einen Streit gegeben hat. Es ist dann so gewesen, dass mehrere Tage keine stichfesten Hinweise gekommen sind und das Landeskriminalamt dann die Ermittlungen übernommen hat. Und hier hat man dann aufgrund von Ermittlungen und von Hinweisen ist man dem Mann auf die Spur gekommen, ist dann draufgekommen, dass er eventuell mit dieser Tat was zu tun haben könnte. Und so wurde der Mann dann heute Nachmittag festgenommen. Wie Polizeisprecher Patrick Meyerhofer sagt, ist die Polizei jetzt gerade mit dem Täter am Weg, die Leichen zu bergen. Sie befinden sich in der Steiermark. Zum Motiv und auch zur Tatwaffe ist derzeit noch nichts bekannt.